So, hallihallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play. Ja, wie ihr hier oben schon sehen könnt, Call of Duty 2. Ja, ich habe ja jetzt schon den ersten Teil Let's Play, das war mein drittes Let's Play oder so. Und jetzt habe ich mir gedacht, mache ich doch weiter mit der Reihe und Let's Play den zweiten Teil. Ja, den zweiten Teil kenne ich noch nicht. Hier steht zwar Spiel fortsetzen, das war jetzt aber gerade eben nur eine kleine Testaufnahme, also ich habe noch nicht mal das erste Level abgeschlossen. Und ja, was gibt's denn sonst? Sonst gibt's eigentlich nichts zu sagen, das Ganze ist dann sozusagen blind. Und ich würde dann sagen, wir fangen mal an, oder? Gehen wir mal auf Missionswahl. Hier fängt's an, der Krieg im Winter. Hey, Moment mal. Wie kann ich Schwierigkeit ändern. So, wir spielen das Ganze auf Soldat. Und dann würde ich mal sagen, starten wir, oder? Jawohl, also, los geht's. Viel Spaß bei dem Let's Play. Moskau 1941. 1939. Die deutschen Armeen beginnen mit ihrem Angriff auf Europa. Als erstes fällt Polen, dann Dänemark, Norwegen, Frankreich, Belgien, Luxemburg und die Niederlande. Wir schreiben das Jahr 1941. Mit mehr als 7 Millionen Einheiten wenden sich die Deutschen nach Osten und beginnen mit der Invasion der Sowjetunion. Mit ihrer Blitzkriegtaktik rücken sie schnell vor und schlagen gnadenlos durch die sowjetischen Verteidigungen. In weniger als 4 Monaten erreichen sie die Hauptstadt Moskau. Ohne weitere Verstärkungen muss sich die sowjetische Verteidigung Moskaus auf tausende junger Rekruten verlassen, die sich nun in der Eiseskälte des russischen Winters den gut ausgebildeten deutschen Einheiten stellen müssen. 16. Dezember 1941, 22 Uhr, Moskau, Schnee, minus 15 Grad. In ein paar Stunden stoße ich zu unseren Genossen bei der Verteidigung von Moskau. Die Deutschen haben sich bis auf ein paar Kilometer der Stadt genähert und viele Bürger, auch die meisten meiner Verwandten, wurden von der deutschen Artillerie getötet. Wann ich auch bis heute nie ein Gewehr in den Händen gehalten habe, bin ich bereit, es zu lernen, um zu tun, was ich muss, um unser Land gegen die Deutschen zu verteidigen. Private Vasily I. Kozlov, 13. Wachdivision. Ja, den spielen wir, schätze ich mal. Und dann klicken wir doch einfach mal und starten das Ganze. Training der Roten Armee. Willkommen bei der Grundausbildung, Genossen. Tun Sie zum Überleben genau das, was ich Ihnen gleich sagen werde. Jetzt gehen Sie rüber zum Tisch und nehmen Sie die Waffen. Halten Sie Tab gedrückt, um Ihre Ziele einzusehen. Laufen Sie zum Tisch bei Kommissar Letlev. Sie müssen schneller sein, Genosse. Sie benötigen eine echte Waffe, wenn Sie Feinde töten wollen. Achten Sie auf den Kompass. Der Stern auf dem Kompass zeigt den Standort des momentanen Ziels an. Nun zum Lager und holen Sie sich eine Pistole und ein Gewehr. Los! Ja, natürlich wieder. Wir müssen uns ein Gewehr holen. Die anderen haben hier schon alles bekommen. Das ist doch mal unfair. Gleich am Anfang wieder. Die Waffen sind auf dem Tisch, Genosse. Okay, dann nehmen wir die doch mal auf. Gut. Jetzt melden Sie sich bei Kommissar Letlev. Los! Eine Pistole und eine Mosin-Nagant. Sehr gut, Genosse. Vergessen Sie nie den Stern auf Ihrem Kompass, um Ihre Ziele zu erreichen. Okay, Vasili. Lassen Sie mal sehen, wie gut Sie zielen. Visieren Sie einen der Teddybären an. Teddybären. Gut, und Feuer. Gut, jetzt schießen Sie auf den anderen. Steuerung für das Sehen nach oben und unten umkehren. Nein, natürlich nicht. Pistolen und Maschinenpistolen sind auf kurze Distanz gut, Genosse. Aber für Distanzschüsse ist ein Gewehr besser geeignet. Gewehr. Kommen Sie zum Schießstand. Schießstand. Bereit, Genossen? Schießen Sie auf die Flaschen und Teller. Stellen Sie sich vor, es sei der Feind. Okay, dann stellen wir uns mal vor, dass dieser Teller ein gefährlicher Deutscher ist. Benutzen Sie die Zielvorrichtung, Vasili. Okay, irgendwie ist das nicht so leicht. Schießen. Also, mir hier vorzustellen, dass hier eine Flasche ein Gegner ist. Aber naja, ein etwas dünner Gegner. Wir versuchen natürlich hier jeden Treffer zu sitzen. So, mal sehen, wie Sie sich unter Druck schlagen. Sie haben 15 Sekunden, um die Helme zu treffen. Bereit? 15 Sekunden, um die Helme zu treffen. Geil, bis jetzt jeder Schuss getroffen. Ja.
Call of Duty 2 fängt genauso wie das Call of Duty 1 an, nur dass wir am Anfang die Russen spielen. Gut, Genosse. Jetzt kommen Sie her und schlagen die Puppe mit Ihrem Gewehr. Ja, nur dass wir halt die Russen spielen und es fängt natürlich wieder in einem Training an. So, drücken Sie Umschalt, um die Puppe mit dem Kolben der Waffe zu schlagen. Bam. Das reicht jetzt, Genossen. Kommen Sie her und nehmen Sie eine Granate. Okay, Granatentraining. Das sind Kartoffeln, Genosse Kommissar. Warum benutzen wir Kartoffeln anstelle echter Granaten? Weil echte Granaten teuer sind. Ehrlich gesagt sind sie viel mehr wert, als sie es sind. Oh, natürlich, Genosse Kommissar. Mein Fehler. Jetzt werfen Sie eine Kartoffel auf die markierten Zielbereiche. Okay, mit G oder M oder mittlere Maus werfen Sie eine Granate auf dem markierten Gebiete. Ja, dann würde ich mal sagen, werfen wir doch unsere Kartoffeln einmal in die Badewanne, einmal in dieses Fenster und in das. Sehr gut, Genosse. Kartoffeln. Genosse Kommissar! Was ist denn da los, Genosse? Wir haben einen Gefangenen. Kommen Sie her. Ein Gefangener. Seid ihr cool. Kommissar Letlev, lauf schneller. Oder ich muss dir deinen verdammten Arsch schießen. Hey, nicht schlagen hier. Ganz ruhig, ja? Bitte nicht. Töten Sie mich nicht. Unsere Truppen rücken noch weiter in den südöstlichen... Genosse Kommissar, dann rücken Sie also... Und werden von Halbketten... Hinter unsere Linie... Halbkettenfahrzeuge unterstützt. Im Südosten vor. Und dort... Haben Sie da bestimmt auch noch mobile Artillerie? Ein deutscher Angriff formiert sich im Südosten. Es sieht ernst aus. Hören Sie, Genossen. Im Osten, im Keller eines Hauses, ist ein Waffenlager. Gehen Sie dorthin und nehmen Sie sich Munition und Vorräte. Ich kümmere mich um unseren Gast. Denken Sie an das, was Sie gelernt haben. Viel Glück! Ja, wunderbar. Kaum ist das Training vorbei, geht's in das wirkliche Training. Und zwar das... Kämpfen um Leben und Tod. Ja, dann viel Spaß, Leute. Ich wünsche euch viel Glück. Okay, hier geht's rein. STRG, um zu kriechen. Das ist ja gewohnte Steuerung. Ah, eine MP. So, da ist noch Munition. Die will ich natürlich auch. Boah, du starker Bube, ja. Jetzt haben wir eine MP. Wie heißt denn die nochmal? Die kenne ich doch noch aus. Rauchgranate werfen. Drücken Sie 4, okay. So, wie heißt die PPSH? Genau so hieß sie. Moment, der Rauch muss sich erst entwickeln. Ja, genau. Sergeant Yuri Golubev. Los, Bewegung. Okay, wir sind drüben. Deutsche. Da kommen sie aus ihrem Panzerwagen raus. So, das war's mit denen. Ihr Mistviecher. Okay, da ist jeder tot. Und da vorne geht's jetzt richtig los mit den Deutschen. Wir werden sie alle ermorden, umbringen oder wie auch immer. Ein MG. So, sterb. Ja, das ist doch kein Deutscher. Das ist der Panzerwerfer. Wir müssen einen Weg um das Tor herum finden. Ja, dann finden wir einen Weg um das Tor herum, oder? Sergeant Alexandre. Irgendwie sowas. Wow. Verdammt. Gehen Sie in Deckung. Sie sind verletzt. Ach ja, genau. Was ich auch noch erzählen muss hier. Das habe ich auch gerade bemerkt. Es gibt kein Leben mehr wie in Gothic 1, wollte ich schon sagen, wie in Call of Duty 1. Sondern das ist jetzt wie in den neueren CODs, dass so ein roter Balken um einen rumgeht. Und wenn man halt getroffen wird, wird er immer roter und irgendwann stirbt man. Und wenn man jetzt gerade nicht getroffen wird, dann heilt man sich sozusagen wieder. Also man braucht keine Medipacks mehr und sowas.
Finde ich persönlich besser, aber ist natürlich leichter gemacht sozusagen. So, verdammt, Mann. Ja, ich töte ja die Feinde. Ich gebe mein Bestes. Ah, da ist noch jemand. Und da. Oh. Eines sind Explosionsfässer. So, schnell hinter ihm her. Verdammt, da kommen noch mehr. So, schnell hinter diesen Wagen. Da sind die anderen Deutschen und ihr seid tot. Aha. Okay, du stirbst auch noch, du auch. Nähern Sie sich dem Fahrzeug von vorn und drücken Sie F, um Sprengsätze zu platzieren. Ja, da unten ist wieder die Uhr, so wie gewohnt, von Call of Duty 1. Und der Wagen ist zerstört. Mein Gott, ich dachte, wir wären im Training. Genosse, es gibt kein besseres Training als den Kampf ums Überleben. Genau, Kommissar Ledlev. Es ist töricht und falsch, die Gestorbenen zu betrauern. Wir sollten lieber Gott danken, dass diese Menschen leben durften. General George S. Patton. Und wir haben gesiegt. Die erste Mission ist geschafft, sie war nicht sehr lange. Deswegen würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Also bis dann.